Dankeschön. Bin schon übler beleidigt worden. Schönen guten Abend. Ich wollte mit Ihnen über den Kapitalismus sprechen. Ob Sie interessiert, hilft jetzt nicht weiter. Es ist einfach so. Sie wissen, das ist ein schwieriges Thema, weil es hat ja längst religiöse Dimensionen angenommen. Die Menschen im Westen haben den Glauben an alles verloren, aber sie glauben unbeirrt, dass die kapitalistische Art zu wirtschaften langfristig für alle Menschen auf der Welt das Beste überhaupt wäre. Sie können genauso gut wieder an den Osterhasen glauben, aber das ist das Tolle an der Religion. Da gibt es nichts zu diskutieren, das muss man nicht begreifen, das muss man einfach nur glauben. Und die Götter in der Religion Kapitalismus sind Wachstum und Produktivität. Da dürfen Sie überhaupt nichts gegen sagen. Sonst sind Sie ein Vollspinner. Ohne Wachstum geht doch nichts, das wissen wir doch. Beschäftigt durch Wachstum. Ewiges Wachstum ist schwierig, fragen Sie Rainer Kallmund. Aber man muss am Ball bleiben. Produktivität mit immer weniger Menschen, immer kürzerer Zeit, immer mehr herstellen. Immer höher, schneller, weiter. Wo kommt das her? Wo haben wir Menschen das her? Doch nicht aus der Natur. Die Natur ist doch nicht produktiv, die ist ja nicht effektiv, die ist verschwenderisch. Ein Löwe, der jagt eine Antilope, dann frisst er, bis er satt ist. Und dann sagt er, boah, war das lecker. Dann legt sie in die Sonne und wartet, bis er wieder Hunger kriegt. Der Löwe kommt dann hier auf die Idee zu sagen, ich habe für die Antilope jetzt 15 Minuten gebraucht. Wenn ich mich ranhalte, schaffe ich heute noch 4. Da kann ich morgen frei machen. Der Löwe ist ja nicht bescheuert. Der hat ja nicht BWL studiert. Im Gegensatz zum BWLer weiß der Löwe ganz genau, wenn er heute 5 Antilopen fängt, kann er am nächsten Tag gar nicht frei machen. Nein, da muss er nämlich einen Kühlschrank bauen am freien Tag, um die Antilopen frisch zu halten. Und am nächsten freien Tag kann er wieder nicht frei machen, da muss er für den Strom sorgen, den Kühlschrank zu betreiben, da muss das Haus drumherum gebaut werden, das Ganze muss bewacht werden. Und am Ende hat der Löwe nie mehr Zeit, in Ruhe in der Sonne zu liegen und zu sagen, boah, war das lecker, war jedem mir gut. Nur den Menschen, dem, der schon alles hat, dem kann man einreden, dass er jedes Jahr noch mehr Antilopen pro Tag jagen muss, damit er sich jedes Jahr das neueste Kühlschrankmodell leisten kann. Denn das ist das, was uns glücklich macht. Mehr. Mehr heute als gestern, morgen mehr als heute. Kapitalismus heißt, man kauft Dinge, die man nicht braucht, von Geld, das man nicht hat, um Menschen zu beeindrucken, die man nicht leiden kann. Und in diesem Teufelskreis sind wir natürlich alle gefangen. Und alle sollen sie werden wie wir. Denn wir sind das Vorbild für Europa. Sagt doch die Mutter Merkel. Die müssen doch alle so werden wie wir. Wir sind Exportweltmeister. Die sollen ein Beispiel sie an uns nehmen. Ich glaube, die Merkel geht davon aus, wenn alle Länder mehr exportieren, als sie importieren, dann sind die Probleme gelöst. Es ist eine Religion. Man muss es nicht begreifen, man muss es einfach nur glauben. Wir Deutschen sind das Vorbild für die Welt, wir sind fleißig, das wissen wir doch. Die Wettbewerbsfähigkeit, das Gequatsche von der Wettbewerbsfähigkeit soll auch nur an unsere tiefsten Instinkte appellieren, dass die in Südeuropa sowieso alle faul sind. Ich meine, das ist ja jetzt auch kein Gerücht. Das hat der Sarrazin ja genetisch erklärt, der alte Genetikexperte. Die können da auch nichts für, die kommen da mit der Hängematte auf der Welt, da machen sie nichts dran. Der Deutsche kommt auf die Welt und ist fleißig, der packt an, der baut was auf. Wenn was kaputt geht, der baut das wieder auf. Wenn gerade nichts kaputt ist, macht er was kaputt, damit er was zum Aufbauen hat.